Elias Stefanescu für GMP1TV. Wir befinden uns hier gerade in Gelsenkirchen und Kemal Sali an meiner Seite, der es mit Benny Bayrami zu tun bekommt bei GMC 26. Es ist ein Kampf mit sehr viel Herzblut, was man so merkt. Im Vorfeld wurde viel gesagt, viel geschrieben. Vielleicht nochmal deine Sicht der Dinge. Wie kam es überhaupt, dass es so ein emotionales, so ein Hassduell wurde? Ich möchte nicht ganz auf die Sache eingehen. Vorerst würde ich mich gerne bei Benny Bayrami entschuldigen für die Beleidigung. Ich selber komme aus der Türkei und ich weiß, wie es ist, wenn die Familie beleidigt wird. Das heißt für uns, wir müssen uns entschuldigen. Ich entschuldige mich bei dir, dass ich dich beleidigt habe als Nuttenkind. Sollte nicht sein, aber du hättest nicht versuchen sollen, mit meiner Ehre zu spielen, Kollege. Das heißt für uns beide, wir werden eine Schlacht, wir werden einen Krieg, du gegen mich, Mann gegen Mann im Käfig 2021, 27.11. Wir sehen uns, Kollege. War zu schnell. Hast du es verstanden, Benny? Wenn ja, dann ist es ja richtig. Ich denke, jeder, der hier zuschaut, hat es verstanden. Gab es denn irgendwas, was du selbst gelesen hast, was dich vielleicht selbst auf die Palme getrieben hat zum Thema, warum es dann so persönlich wurde? Dazu würde ich gerne etwas sagen, ja? Kein Kommentar. Im Vorfeld, im Interview hatte Bayrami gesagt, er hat für dich ein paar Gelsenkirchener Schellen und ein paar Düsseldorfer Schellen parat. Was wirst du für ihn parat haben? Ich bin ein Türke, der in Deutschland aufgewachsen ist. Ich bin ein Türke, der in Güglingen aufgewachsen ist. Wenn du mir Gelsenkirchener Backpfeifen verteilen möchtest, dann wirst du Güglingener Fäuste spüren, Kollege. Heilbronn ist hier und wir sehen uns. Wir sehen uns am 27.11. Ich möchte mich auch gar nicht so lange mit dir unterhalten, Kollege. Genieß die Show. Du hast das Glück, mit mir dich anzulegen. Und kann ich noch etwas zu meinem letzten Kampf vielleicht sagen? Wer sich meinen letzten Kampf angeschaut hat, weiß, zu was ich fähig bin und weiß, was ich machen kann und weiß, weshalb ich hier bin. Ich bin erst seit 2,5 Jahren in diesem Geschäft tätig. Das ist mein Ding. Ich habe es in 2,5 Jahren geschafft, euch zu zeigen, dass ich es drauf habe und das mit Training auf eigene Art und Weise. Ich habe mich selbst trainiert und ich bin da, um dich herauszufordern, Kollege. Wir sehen uns. Du bist bekannt dafür, im Stand ordentlich zu knallen, hast sehr, sehr harte Fäuste, gute Kombinationen. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch von Benny behaupten, der den einen oder anderen K.O. eingefahren hat. Gegen wen hat denn der gekämpft? Über wen reden wir denn eigentlich? Über wen? Ich kenne den seinen Namen immer noch nicht. Ich weiß nur, dass sein Novemberkind ist und am 27. aufs Maul bekommt. Also was heißt aufs Maul bekommt? Ich sage euch mal so, ich komme nicht um zu gewinnen, ich komme um zu brechen. Das ist mein Motto. Ich komme nicht um zu gewinnen, ich komme zu brechen. Ich komme um Show zu machen. Ich komme um das zu machen, was ich am besten kann. Das heißt kämpfen. Womit rechnest du, wenn du im Käfig gegen ihn stehen wirst? Glaubst du, es wird hauptsächlich ein Duell im Stand? Und spielst du mit dem Gedanken, sollte er versuchen, die Takedowns zu holen, dich auf den Boden bringen? Soll er kommen. Ich bin auch ein Bodenkämpfer, so ist es nicht. Der letzte Kampf ist nicht ausgegangen, weil ich es gesubmittet habe. Ich bin einer, der fällt ohnmächtig weg und gibt nicht auf. Das Problem ist, ich habe mich verletzt gehabt und ich wollte einfach aus sportlichen Gründen nicht weitermachen. Heißt, ich habe mein Bein verletzt. Auch nach dem Kampf konnte ich nicht mehr rauslaufen. Im ersten Kampf hat man gesehen, dass ich nicht mal einen Schlag kassiert habe. Nicht mal einen Schlag in der ersten Runde. Zeigt mir einen Treffer in der ersten Runde und ich sage euch, okay, ich habe den Kampf verloren, aber ich habe keinen Schlag in der ersten Runde bekommen. Es war einfach mein. Es ist mir passiert. Es kann jedem passieren. Ich hatte keinen guten Tag. Ich bin auch zur Veranstaltung zu spät gekommen. Man hat gesehen, ich war gestresst. Ich bin allein gekommen. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Und Benny Bayrami, genießt die Show, weil ich habe gehört, wenn man einem Esel zu viel Aufmerksamkeit gibt, denkt er wäre ein Löwe. Aber mit einem Löwe kannst du nicht in einer Wellenlänge sein, Kollege, weil das funktioniert einfach nicht. Der Kampf ist auf 3 Runden angesetzt, vor großem Publikum in der König-Pilsen-Arena. Womit rechnest du? Wird es über die Distanz gehen? Wir sehen uns. Darum geht's. Es ist egal, worum es geht. Ich kämpfe, wie ich kämpfe. Ich kämpfe wie im letzten Kampf. Ich bin ein Boxer. Ich bin ein Boxer, der Kickboxen kann. Und das ist der Unterschied. Im Vorfeld hat Bayrami deine Bilanz angesprochen, die fürs MMA noch nicht ideal ist. Es ist dein dritter Profikampf.
Was kannst du ihm dazu sagen? Also ist vielleicht, was auf Papier steht, nicht das A und O? Spielt keine Rolle. Sei es, ich habe einen 0-3er-Bilanz, das spielt auch keine Rolle. Komm, kämpf gegen mich und dann siehst du, was für eine, dann spürst du die Bilanz, Kollege. Dann spürst du die Bilanz. Dann ist, denke ich mal, viel dazu gesagt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Abschließend möchte ich natürlich noch wissen, gib uns deine Prognose, wie geht dieser Kampf zu Ende und warum? Ich würde gern alle drei Runden durchkämpfen, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob der Kollege das ernsthaft mit mir durchmacht. Aber wenn es so sein sollte, dann freue ich mich auf die drei Runden. Benny Reimer, Benny Bayrami, es soll ein schöner Kampf sein. Wir wollen den Leuten was Schönes bieten. Es sind 20.000, 15.000 Menschen vor Ort, 10.000 spielt keine Rolle. Es können 50.000 sein. Wir wollen die GMC vermarkten. Wir wollen zeigen, dass wir die GMC sind. Ich jetzt selber nicht. Es gibt ganz große Kämpfer wie Dulatov, Maurice Adorf und Smolik. Genau, Smolik. Aber wir sind ja auch dabei, genauso groß zu werden. Wir verfolgen alle dasselbe Ziel. Ich hoffe, es wird ein schöner Kampf. Ich hoffe, du hast hart genug trainiert, um gegen mich im Käfig stehen zu können. Du hast gesehen, in meinem letzten Kampf hatte ich plus 68 Kilo. Jetzt komme ich mit dicken, saftigen 68, glatten, harten 68 Kilo. Der letzte Kampf war auf 70 Kilo angesetzt. Ich kam mit 68. Ich bin ready, dich zu schlagen. Ich bin ready, mir zu vertrauen. Ich bin ready. Wir sehen uns am 27.11., Kollege. Vielen Dank, Kemal Salih. Bitteschön.